Kurz zu den Regeln für dieses Duell. Wir sorgen dafür, dass die Kandidaten ausgewogen zu Wort kommen. Wir werden unter anderem über die Themen Europa, Migration und Erinnerungskultur diskutieren. Über diese Themenblöcke haben wir die Kandidaten am vergangenen Freitag informiert. Die Fragen kennen Herr Höcke und Herr Vogt selbstverständlich nicht. Im Hintergrund führen unsere Kollegen einen Faktencheck durch, der, falls nötig, morgen auf welt.de verfügbar sein wird. Der Anlass dafür, dass die beiden Herren sich hier heute Abend zu diesem Duell herausgefordert haben, ist ein Satz, den Björn Höcke am Rande des Europaparteitags in einem Interview gesagt hat. Daraufhin haben sich die beiden einen Schlagabtausch bei Welt sowie auf X geliefert und sich dann zu diesem Duell verabredet. Und ich zitiere diesen Satz von Herrn Höcke jetzt noch mal wörtlich. Diese EU muss sterben, damit das wahre Europa leben kann. Um an diesen Satz anzuknüpfen, geht die erste Frage an Sie beide. Ist die Europäische Union für Deutschlands Wirtschaft und Wohlstand verzichtbar? Herr Höcke, beginnen Sie bitte. Auf jeden Fall. Die Europäische Union ist vor allen Dingen als Globalisierungsagentur einzuschätzen. Sie ist das Europa der Lobbyisten, der Bürokraten und der Großkonzerne. Das ist nicht das Europa, das die AfD will. Die AfD will einen neuen Bund europäischer Staaten mit einem robusten Grenzschutz, mit einem freien Markt, mit dem Schutz unserer Identität und mit einer strategischen Entwicklung hin zu einer militärischen Autonomie, die Europa als neuen Pol in einer entstehenden multipolaren Weltordnung stark macht. Herr Vogt, halten Sie die EU in der aktuellen Form für verzichtbar? Herr Höcke sagt, die EU muss sterben. Ich will, dass Europa und die EU lebt, weil ich will das Beste für Deutschland. Die Europäische Union hat immer ein Versprechen gehabt. Das war Wohlstand, das war Frieden, das war Freiheit, das war Sicherheit. Und das hat die Europäische Union eingelöst, dieses Versprechen. Über 70 Jahre haben wir Stabilität in Deutschland und in Europa. Und das, was wir erleben, ist, die Europäische Union ist nicht perfekt. Wir erleben, dass viel Bürokratie ist, diese Gängelung, das nervt die Leute, mich auch. Verbrennerverbot, das sind Dinge, die ärgern in diesem Land. Die Europäische Union könnte in den großen Dingen viel mehr bewegen und sollte sich aus den kleinen Dingen raushalten. Aber es ist das Haus, was uns immer geschützt hat. Und dieses Haus, das hat ein stabiles Fundament. Da erleben wir unsere Freiheiten, da begegnen wir uns. Das ist die zweitgrößte Demokratie der Welt. Das ist im Kern vor allen Dingen auch der größte Binnenmarkt. Wir als Deutsche profitieren davon. Und diese Stabilität, die braucht es. Nur weil mal irgendwie eine Lampe kaputt ist oder eine Tür quietscht, reißt man doch nicht das ganze Haus ab. Und das ist das, was Herr Höcke möchte. Herr Höcke möchte, dass die Europäische Union stirbt. Und damit auch ein Wohlstand, den wir in Deutschland aufgebaut haben, weil die Europäische Union uns hilft. Das wäre eine Katastrophe für Deutschland. Das wäre der Abstieg von Deutschland. Herr Höcke, Sie haben vorhin gesagt, Sie möchten, dass die Europäische Union stirbt, in dem Sinne, damit das wahre Europa leben kann. Und Herr Vogt hat sich hier nicht sehr gut ausgedrückt. Denn Fakt ist doch, dass die CDU mit ihrer Agenda in EU-Europa auch für das Verbrenner-Aus gesorgt hat. Dieses Verbrenner-Aus deindustrialisiert Deutschland. Sie sagen ja zur Agenda der Europäischen Union, die da heißt Fit for 55, die da heißt Klimaneutralität 2050, die da heißt Green Deal, die da heißt Dekarbonisierung, die da heißt Luftbesteuerung, das heißt CO2-Bepreisung. Alles das macht Deutschland konkurrenzunfähig auf dem globalen Markt. Die Energiepreise gehen durch die Decke. Die Deindustrialisierung Deutschlands ist Ihr Werk. Sie sind der Wohlstandsvernichter Deutschlands mit der EU, die eben diese Politik durchzieht, die Deutschland schadet. Ja. Deswegen müssen wir raus aus dieser EU und brauchen einen lockeren Bund europäischer Staaten, um das zu koordinieren, was wirklich europäisch koordiniert werden muss. Und das zu leben, was die europäischen Nationen besser eigenständig alleine leben. Dann haben wir weniger Konflikte und haben genauso viel freien Markt. Und dafür steht die AfD. Ich muss mal nachfragen. Sie haben gerade gesagt, die Europäische Union ist für Deutschland ein Wohlstandsvernichter. Ja, das Institut der deutschen Wirtschaft hat ausgerechnet, dass Deutschland ohne Teil der EU zu sein 2,2 Millionen Arbeitsplätze verlieren würde. Haben Sie in Thüringen schon mal einen Unternehmer getroffen, wenn Sie im Land unterwegs ist, der Ihnen sagt, Deutschland sollte raus aus der EU oder die EU sollte in der aktuellen Form abgeschafft werden? Ja, jeder Unternehmer, der wirklich nachdenkt, der ist mittlerweile bei der festen Überzeugung, dass die Bürokratie unerträglich geworden ist, dass die Gängelung unerträglich geworden ist, dass die weitere Zentralisierung Europas unerträglich geworden ist, dass vor allen Dingen die Energiepreise, die, wie ich gerade skizziert habe, durch die EU in immer größere Höhen getrieben werden, für ihn nicht mehr haltbar sind. Die IHK hat vor kurzem die Zahlen bekannt gegeben und die lauten, jedes dritte große deutsche Unternehmen möchte Deutschland verlassen, weil die Energiepreise nicht mehr zu schultern sind. Wohin gehen die Unternehmen? Sie gehen in die USA, wo die Energiepreise bis zu fünffach niedriger sind.
Ist das kluge Politik? Das ist EU-Politik. Das ist die Politik, hinter der die CDU steht. Und deswegen brauchen wir eine reduzierte EU bzw. einen neuen Bund europäischer Staaten. Wie gesagt, wir haben nichts gegen einen gemeinsamen Markt. Den wollen wir auch. Wir wollen einen Schutz der Außengrenzen. Aber ansonsten brauchen wir Selbstständigkeit. Wir brauchen keinen Superstaat. Wir brauchen keinen Zentralismus mit 50.000 Bürokraten. Das kostet alles sehr, sehr viel Geld. Das können wir uns sparen. Also machen wir erstmal einen Faktencheck. Das Verbrennerverbot hat die CDU verhindert. Steht in Ihrem Europawahlprogramm. Gucken Sie nach. Das verhindert die CDU. Aber jetzt machen wir doch erstmal. Es gibt auch einen alternativen Faktencheck auf meinem X-Account. Wir bleiben einfach mal wir gucken sachlich. Ja, natürlich. Sie müssen nicht nervös sein hier. Sondern es geht im Kern um eine ganz simple Frage. Das, was Sie wollen, ist aus der Europäischen Union aussteigen. So, und das, was Sie wollen, sind leere Regale in Supermärkten in Deutschland. Sie wollen, dass das hat mir in der Corona-Zeit ja zur Genüge. Ich dank Ihrer lasse Politik. Sie ausreden. Es wäre in Ordnung, wenn Sie mich auch ausreden lassen würden. Und wenn wir uns angucken, leere Regale im Supermarkt, Arbeitslosigkeit und vor allen Dingen im Wohlstandsvernichter. Sie legen quasi die Axt und brechen das Rückgrat der stärksten Exportnation, die es innerhalb Europas gibt. Und das, was Sie hier wollen, das gibt es am lebenden Beispiel. Gucken Sie sich das doch an. Der Brexit, den wir gerade erlebt haben. Der Brexit führt dazu, dass in Großbritannien mittlerweile Leute ärmer dran sind, als bevor sie mit der Europäischen Union gemeinsam waren. Und das ist etwas, das können Sie nicht wegdiskutieren. Ich war diese Woche bei einem Thüringer Unternehmen. Die haben 70% Exportquote in den europäischen Markt. Als ich dort am Band mit der, in der Parkiermaschine mit der Mitarbeiterin geredet habe, die war stolz. Die hat ein Produkt gemacht, das war am nächsten Tag in Frankreich. Da war die stolz drauf. Die arbeitet 25 Jahre in dem Unternehmen. Und die sagt, es ist doch gut, dass wir unsere tollen Thüringer Produkte entwickeln können. Und das, was Sie wollen, ist nichts anderes. Sie wollen Zollschranken, Sie wollen den Euro abschaffen und damit Wechselkursinstabilitäten produzieren. Sie wollen im Prinzip etwas, was uns erfolgreich gemacht hat. Wir sind das erfolgreichste Land. Jedes zweite Produkt, was Deutschland exportiert, geht in die Europäische Union. Und das wollen Sie abschaffen. Und deswegen ist genau das Ziel, was Sie haben. Haben wir schon sehr lange Ausführungszeit hier. Ich sage Ihnen ganz simpel, diesen Abstieg für Deutschland. Ja. Und das, worum es im Kern aber bitte schön geht, ist doch was ganz Simples. Glauben Sie wirklich, dass sich Unternehmen in Thüringen niederlassen, wenn genau diese Versprechen, die Sie versuchen umzusetzen, Wirklichkeit werden? Das bedeutet doch nichts anderes. Herr Vogt, da wird also, kein Sie Thüringer jetzt ja keine Monologe halten. Also wir haben eine begrenzte Sendezeit von 45 Minuten. Sie scheinen sehr nervös zu sein, wenn es um die Argumente geht, Herr Höcke. Es geht nur darum, dass Sie jetzt ganz viele Sachen in den öffentlichen Raum gestellt haben, die nicht unkommentiert bleiben können. Es ist falsch, dass der Brexit Großbritannien geschadet hat. Gucken Sie auf die aktuellen Zahlen zum BIP. Deutschland steckt in der Rezession. Es ist so. Und die britische Wirtschaft, die ist zumindest stabil und die Perspektiven sind wesentlich besser für Großbritannien als für den Euroraum. Das sind die aktuellen Zahlen. Nochmal, die Klimapolitik der EU, die maßgebliche Agenda ist, hinter der Sie stehen, deren Folge die CO2-Bepreisung ist, deren Folge ist, dass die Energiepreise in der EU immer weiter durch die Decke gehen, hat dazu geführt, und der Kampf gegen den Verbrennermotor als Kampf gegen die deutsche Automobilindustrie, und das ist das Rückgrat unserer Wirtschaft, das werden Sie nicht in Abrede stellen, hat dazu geführt, dass wir gerade in der Thüringer Automobilzulieferindustrie massive Probleme haben. Gerade letzten Monat ist das große Werk in Brotterode geschlossen worden. Andere Werke werden noch folgen. Wir haben schon 2020 in einer Kampagne als AfD in der Fraktion im Thüringer Landtag bei vielen Betrieben gestanden, haben mit den Mitarbeitern gesprochen und die haben genau das so analysiert. Die künstlich in die Höhe getriebenen Energiepreise brechen uns das wirtschaftliche Knick. Der hysterische Kampf gegen den Diesel, den Sie auch vorangetrieben haben mit Ihrer Klimapolitik, bricht unsere Automobilindustrie in ganz Deutschland das Genick. Sie sind eine Wohlstandsvernichterpartei, Herr Vogt, beziehungsweise Ihre Partei ist das. Und die EU spielte ein ganz schlechtes Spiel für Deutschland. Wir brauchen eine EU für den kleinen und Mittelstand. Wir brauchen eine EU für die Angestellten und Arbeiter, für die Familien. Aber wir brauchen keine EU der Großkonzerne. Ja, aber genau das ist es. Nicht diese EU. Genau das ist es. Diese EU ist eine Globalisierungsinstanz, die die Nation und den Wirtschaftsraum Europa in einer Art und Weise gleichschaltet, wie das der europäischen Tradition zuwiderläuft. Und das ist nicht Europa. Europa ist Vielgestaltigkeit, Europa ist Kleinteiligkeit. Europa ist alles andere als die EU. Wir brauchen dieses zentralistische Bürokratenmonster nicht. Aber die AfD punktet in Thüringen mit dem Anti-EU-Kurs, ist derzeit in den Umfragen stärkste Kraft und im Bund sogar auf Platz 2.
Wie erklären Sie sich, dass es Ihrer CDU offenbar nicht gelingt, den Bürgerinnen und Bürgern die Vorteile der EU ausreichend zu vermitteln? Die Thüringer sind pro-europäisch. Die wollen eine starke europäische Union. Ja, aber nicht pro-EU. Und den Faktencheck, den sollten wir hier gleich live am Pult liefern. Es gibt eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft. Die haben genau analysiert, was ihr Plan bedeuten würde. Ich habe Sie aber was anderes gefragt gerade, ja? Herr Funk. Warum gelingt es der CDU nicht, die Vorteile zu vermitteln? Ich will auf diesen Punkt hinweisen, weil es wichtig ist für die Wähler. Weil die ändern heute Abend auch ihre Meinung in Thüringen über diese Frage. Was Herr Höcke möchte, bedeutet nichts anderes, dass die Thüringer und Thüringer, die Arbeitnehmer, 1.000 Euro weniger im Portemonnaie haben pro Jahr. Das ist die Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft. Wenn wir aus der EU aussteigen, wenn wir diese Chancen nicht nutzen, dann führt das am Ende dazu, dass die Thüringer ärmer sind. Warum ist es Ihrer CDU bisher nicht gelungen, diese Vorteile den Bürgern zu erklären? Deutschland war schon vor dem Ersten Weltkrieg die größte Industrienation Europas. Sie war zur Zeit der EWG war Deutschland die größte Industrienation Europas und sie wird auch nach einer EU die größte Industrienation Europas bleiben. Sie haben Fairness eingefordert, vielleicht die Fairness auch gegenüber Herrn Vogt etwas auf gefragt, die Frage natürlich. Zu antworten. Ich habe die Frage jetzt schon zum dritten Mal gestellt, hätte jetzt gerne eine Antwort. Klar. Wir als CDU sind mittlerweile zweitstärkste Kraft und wir kämpfen darum, Erste zu werden. Und deswegen haben wir dieses Duell heute Abend. Und ich finde, wir müssen die Unterschiede deutlich machen, weil das, was Herr Höcke vertritt, das ist ein Risiko, das ist schädlich für Deutschland, das ist eine Katastrophe. Und genau aus diesem Grund diskutieren wir über die harten sachlichen Fakten. Es ist einfach, ihn einen Faschisten zu nennen. Muss ich nicht machen. Das hat ein Gericht schon gemacht. Sondern es geht um eine andere Frage. Es geht um die Sachauseinandersetzung, was seine Politik an Schaden für Deutschland produziert. Und das werden wir als CDU deutlich machen im Wahlkampf. Und ich spüre viel Zuspruch. Innerhalb der letzten zwei Monate hat Herr Höckes Partei 7 Prozentpunkte verloren. Wir haben 2 zugelegt. Wir sind in den neuesten Umfragen 6 Prozentpunkte hinter ihm. Und wir werden stärkste Kraft werden.